Es ist mein Gewehr. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Psychonauts. Oder Psychonauten, besser gesagt. So, wir müssen noch ein Trugbild finden. Dann haben wir dieses Level. Was ist denn jetzt schon wieder? Alter, ich habe keinen Bock mehr, gegen dich zu kämpfen. Ich habe dich schon mal... Warte, ich stopp. Moment, ich muss erstmal hier... Kuh... Nee, nee, scheiße. Kuh... Laufen, laufen, nach zurück. So, gibt's hier irgendwas noch? Wir sind ja jetzt hier zum zweiten Mal. Und hier ist nichts mehr. Kein Trugbild, nichts, gar nichts. Dann zurück. Warum kommt der immer? Was ist das für ein Scheiß? Jetzt schon zweimal gegen ihn gekämpft. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Komm, arbeite mit uns an den Leitungen. Guck mal, da ist schon das letzte Trugbild. Dann werden wir das nehmen. Ist da jemand in der Leitung? Ja, ja, der Abhörmann. So, Trugbild incoming in. Hä? Watch it. What the fuck? Oh. Hello, my name is... Leitungsmonteur. Meine Waffe ist sauber. Komm, arbeite mit uns an den Leitungen. Jetzt können wir links lang. Also wir müssen da springen, kurz. Ich vergesse das immer wieder, dass ich auch springen muss und kann. Alter, was ist denn complicated? Ich will aber alle Trugbilder. Das kotzt mir an. Halt, bitte. Nein, nix landen. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Beim Feuer im Wind sind Feinabstimmungen nötig. Komm, arbeite mit uns an den Leitungen. Ich habe ein Spezialtelefon. Ich habe auch ein Spezialtelefon. Und ich bin der Leitungsmonteur. Und ich bin ein bisschen zu blöd dafür. So, jetzt müssen wir ausspringen. Toll. Toll. Oh, das gibt's doch nicht. Leitungsmonteur. Ich bin ein geübter Leitungsmonteur. Meine Motive sind... Komm, arbeite mit uns an den Leitungen. Weißt du, da bin ich Trugbilder geil und schaff's nicht. Hallo. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Ed von Schleck und ich verreck. Mann. Jo, einfach nur springen, du fällst nicht runter. Das ist hier Rail. Oh, jetzt habe ich das. So, da, jetzt will ich hier rüber. Jetzt will ich hier wieder rüber, jetzt will ich hier wieder rüber. Jetzt will ich hier wieder rüber. Ne, das war kacke. Okay. Okay. Also. Ihr geht nicht zurück? Scheiße. Na egal. Ja.
Oh Mann, wir haben nicht alle gekriegt, das ärgert mich jetzt. Tür auf, Mensch. Hä? Backt das? Bin gleich da. Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Wer ist da? Ich hab eine Idee. Okay, es hat geklappt. Oh. Moment! Mach die Tür auf da! Hoffentlich ist diesmal einer da. Wer ist da? Scheiße. Bin gleich da. Hoffentlich nicht wieder dieser eklige Typ. Oh, ey. Ablegen? Die Freundlichkeit fördern, die Welt schöner machen, die Süßigkeiten mit allen teilen, die wahre Natur des Milchmanns verbergen, den Milchmann um jeden Preis schützen. Okay, 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 wir sind nicht bereit für die Milch. Oh. Du solltest mir doch nicht folgen. Jetzt musst du sterben! Aber... Fort mit meinen Regenbogenzwergen! Oh Gott. Konfekt für dich! Oh, das knallt! Aber ich kann die doch gar nicht attackieren. Die Schachtel gibt's gratis! Stirb! Keine Milch für dich! Alter. Ich muss mal kurz was umbauen, ey. Das packen wir auf Q. Und das packen wir auf I. Danke, Trick. Du drückst immer den falschen Knopf. Kekse gefällig? Das Auge Gottes. Keine Milch für dich. Kekse gefällig? Keine Milch für dich. Stirb! Für dich!
Alter, was soll ich denn hier machen? Die Schachtel gibt's gratis. Stopp, ich brauche mal Hilfe. Wo ist mein Freund? Ich brauche Speck. Hey, hilf mir, was soll ich machen? Ein Stückchen ab, vielleicht kann ich es dann auch schmecken. Agent Crawler, haben Sie einen Rat zur derzeitigen Lage parat? Schieß auf die explodierenden Keksdosen und schalte deinen Schild ein, wenn sie etwas nach dir wirft. Ja, das habe ich auch schon rausgefunden, aber das ist okay. Momentan gibt es... Sonst gibt es nichts weiter zu berichten. Crawler, Ende! Ich bin's halt tot. Versuch's. Wie denn? Genau deshalb trage ich ja die Brille. Schön, dann mache ich eben das. Hoffentlich kannst du im Dunkeln sehen. Ich kann das nämlich. Okay, ich brauche erstmal meine Hellseherfähigkeit. Die packe ich jetzt auf I. Sehr schön. Wo ist sie denn? Ich bin gut. Ja, soll nicht fall runter, dann nicht. Oh, das ist doch scheiße. Das Level ist kacke. Ich sehe nichts. Die Schachtel gibt's gratis. Woher wusstest du, wo ich war? Stell! Muss meinen Affen gehört haben. Kekse gefällt. Muss meinen Affen gehört haben. Okay, jetzt ist es einfach. Wenn du weißt, wie es geht, dann ist es einfach. Muss meinen Affen. Ich muss dich nur bis an die Dings stellen, an die Treppe und dann schießen. Okay, ist abgehauen. Keine Milch für dich. Oh. 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 Was hast du getan? Er wacht auf. Ne.
Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Und das Meer färbt sich weiß von seinem Zorn. Oh. Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Heute Sonderlieferung. Ich bin der Milchmann. Meine Milch ist köstlich. Void? Bist du okay? Zeit für die letzte Lieferung an diese Adresse. Hey, ist das jetzt normale Milch? Oder die mit den explodierenden Träumen? Sie ist angereichert mit dem, was die Welt will. Was die Welt verdient. Bist du sicher, dass du nicht darüber reden willst, Boyd? Ja, Zeit für die Milchlieferung. Erfolg. Erstmal gucken wir uns um. Guck mal, hier ist zum Beispiel. Das Gefäß passt nicht in mein. Ein. Wie ist dieser Mustang aus dem Koral entkommen? Ah, man muss jetzt Gehirne finden. Okay. Ausgezeichnet. Das Gehirn eines anderen Kadetten. Wenn du es Fort Crawler zum Rekopfierung erbringst, erhöht sich dein geistiges Gesundheitspotenzial. Jawohl. Ah. Ich habe ein Gehirn. Ach, ehrlich. Endlich. Dann rauscht es nicht so in den Ohren, wenn der Wind bläst. Nein, ich meinte doch, ich habe ein gestohlenes Hirn gerettet. Oh Himmel, ich wusste ja, was du meinst. Du und Sascha, ihr seid so humorlos im Einsatz. Also, kommst du jetzt her, damit wir die Nudel rekopfieren können, solange sie noch al dente ist? Die Nudel. Okay, wir haben schon mal ein Gehirn. Gibt es hier noch mehr Sachen? Oh, was ist denn das da? Ich brauche mal die Schwebeattacke. Ich will das wieder, das bleibt. Ich will das Schweben wieder haben. Das kommt auf E. Und auf Q können wir das erstmal so lassen. Was ist denn das? Goldene Uhr! Schnitzeljagd. Ja, geil. Gibt es hier noch irgendwas, was wichtig ist? Können wir das zerschlagen hier? Ja, gibt es aber nichts für. Oh, guck mal hier oben. Boah, Alter, komm doch schon mal dahin jetzt. So, zack. Hätten wir auch noch eins. Wenn ich jetzt hier schon mal bin, dann bin ich jetzt mal vorsichtig. Also wir haben jetzt hier schon mal, also gibt's... Na ja gut, das ist ja im Endeffekt hier keine Traumwelt. Da ist noch ein Gehirn da hinten, sehe ich gerade. Ist ja keine Traumwelt, das ist ja, Keine Sorge, Franke. Ich lege es gleich neben Kitty. Woher weißt du denn, dass das Franke ist? Irgendwie ist das schon ein bisschen... Okay, wir hatten ja hier vorhin die Möglichkeit... 2 von 3 Gehirn. Also wir haben hier... Ziehausstiegsmarkierung ist eine. Schnitzeljagd haben wir 1 von 1 gefunden. Ziehkarte fehlt noch eine. Und noch ein Gehirn. Ich weiß nicht, ob das hier im Forum ist oder ob das da drinnen vielleicht noch ist. Können wir mal gucken, ne? Wir können jetzt hier ein bisschen rumschweben. Ne, warte mal, guck mal, hier geht's noch was lang. Aha. Guck mal da. Das ist noch eine Ziehkarte. Dann müsste hier noch irgendwo ein Gehirn sein. Wenn ich mich da, guck mal, da ist das letzte Gehirn. Und wer ist sie? Guck mal, haben wir das schon mal gefunden. Ich sag das nicht gern. Aber es ist gepflegter als die restlichen Hirne hier. Aber ich hatte irgendwo noch die Möglichkeit gesehen. Ah, hier, da 11 Gehirne. Schnitzeljagd 11. So, wir brauchen beim Schnitzeljagd noch 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir brauchen noch das Putenzimmer, wir brauchen noch die Adlerklaue, der Bergmannschild, wissen wir ja, wo der ist. Vielleicht können wir den mit irgendeiner Fähigkeit nochmal. Ich glaube, das war, glaube ich, diese Magnetfähigkeit. Müssen wir mal ausprobieren.
Kirschholzpfeife, Piratenfernrohr und Putensandwich. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir das finden. F Gehirne. Wer ist es hier? Danke, danke euch alle. Ihr seid alle so lieb. Ihr macht mich ja so glücklich. Wer ist die Medusa oder was? Oh, du hast meine alte Trophäe gefunden. Ich sollte sie wirklich wegsperren, bevor sich noch jemand an dem glitzernden, clownartigen Metallding da oben verletzt. Willst du die Geschichte hören, wie ich diese Trophäe errungen habe, mein Junge? Von mir aus. Oder willst du sie mir wegnehmen, weil du denkst, ich habe sie nicht verdient? Nein, nein, sie verdienen sie. Ich habe dir nichts weggenommen. Ich wollte niemals berühmt sein. Ich wollte nur geliebt werden. Hey! Was? Du solltest doch tot sein! Ah! Was hat sie da? Wo sind wir jetzt? Attacke! Nein, wartet! Hört nicht auf ihn! Rückzug! Sei still, du Narr! Wir haben gesiegt! Wellington ist auf der Flucht! Das ist unsere Stunde des Triumphs! Ach, halt's Maul, du Idiot! Die Schlacht kann nicht gewonnen werden! Wir werden verlieren! Verloren hast du schon längst, Fred. Und jetzt sei gefällig still! Ich bin hier der Aufseher und ich leite ein ruhiges, beschauliches Irrenhaus. Sagt der Mann in der Zwangsjacke. Siehst du, du hast Mr. Tagleys Kunsttherapiesitzung gestört. Le jour de gloire est arrivé. Wie du meinst. Ich bin der Oberbefehlshaber. So, was gibt's hier? Eine Aufstiegsmarkierung, 4 Karten und 4 Gehirne. So sind die Regeln. Guck mal, Gehör Nummer 1. Ja, kann man sowas schwimmen? Ja, auf zu knutschen, danke. Warum sind das das nächste Gehirn? Dies? Ich sollte Malus Hirn rasch Michael bringen, damit... Malus! Jetzt hast du es ihm gezeigt, was, Bonaparte? Da ist auch noch ein Gehirn in dem Korb. So, wen haben wir da? Wer auch immer Chops ist. So, wir haben jetzt mittlerweile... da fehlt noch ein Gehirn und eine Zielkarte. Okay, dann gucke ich mal, was der Typ... Ich habe ein bisschen Angst vor den Typen. Gucken wir mal, was hier ist. Hallo, Sir! Mein Patron, mein Psychiater, mein Vormund. Sieht aus wie Dr. Loboto. Ist er es, der dich angekettet hat? Der Doktor meinte, ich müsste erst meine Behandlung beenden. Warum malst du dein Bild nicht fertig und gehst nach Hause? Warum male ich nicht? Wow, siehst du?
Manchmal muss man nur... Oh? Du hast das Gesicht mit einem Stierkampf übermalt. Warum Stierkampf? Oh? Oh, Edgar, warum hast du... Jedes Mal das Gleiche. Der Matador, der Stier, wie ich euch beide verachte. Aber meine Hände lassen euch nicht gehen. Deshalb bin ich hier an mehr Ketten gebunden, als du siehst. Ein Gefangener der Kunst. Ja, ein Gefangener der Kunst, ja. Also, ich muss jetzt wieder runter. Geht's? Es geht. Gut, ein Gefangener der Kunst, ja. Kann ich hier was machen? Gibt's hier irgendwas? Ah, da, eine Karte. Gut, jetzt brauche ich nur noch ein Gehirn. Gibt's hier ein Gehirn? Nee, da gibt's ein Aufstiegspapier. Gut, die haben wir jetzt auch gefunden. Jetzt brauche ich nur noch ein Gehirn. Das würde ich ganz gerne noch finden, bevor wir die Folge beenden. Wir haben noch eine Aufgabe gekriegt, das mit Gloria, glaube ich, hieß die alte. Da oben geht's hoch. Da hinten geht's hoch. Oh, da ist ein Teddybär auf jeden Fall. In den Korb müssen wir rein. Das war ja da, da war das Gehirn. Hallo, ich will da hin. Da oben in den Korb wollen wir. Da müssen wir da hinten irgendwie hochkommen. Okay, da kann man schon mal nicht rüber. Rauf zum geheimen Labor, ja? Augenblick mal. Du bist nicht Dr. Loboto. Ich mag halb blind sein. Doch den verrückten Doktor würde ich überall erkennen. Er hat dieses eiskalte Gesicht. Das vergisst man nicht. Er trägt einen bestialischen Frack mit dicken Streifen. Wie ein elektrischer Stuhl. Und wo er eine Hand haben sollte, sieht man nur eine Klaue aus glitzerndem Metall. Okay. Wenn ich mich nicht sehr irre, bist du nicht Dr. Loboto und zahlst mir kein Gehalt. Also weg von meinem Lift und stirb. Ich danke. Und stirb. Danke. Vielleicht hilft er uns ja. Verzeihung, Sir. Mein Name ist Napoleon Bonaparte. Ja. Lieber noch nicht das Handtuch. Verzeihung, Mr. Bonaparte? Psst, ich denke nur, ich sei Napoleon Bonaparte. Hör nicht auf den Schwächling. Er verleugnet die Ahnen, so sehr fürchtet er sie. Hübsche Jacke. Zwanghaft schön. Willst du sie haben? Kannst du. Du musst nur diese Riemen am Rücken öffnen und... Was soll denn das? Die Uniform der Armee ist eilig. Wir tragen sie stolz bis zum Ende der Schlacht. Hilf mir. Wo ist die Verstärkung? Die Pfleger reinlegen, damit er... Aber ich will erst noch mal hier oben den Dings kriegen. Ein Laborkittel für die Laborverkleidung finden. Ja, siehst du? Oh Gott, wird das kompliziert. Oh, du willst wohl auch fürs Kriegsgericht, was? Das kannst du gerne haben. Und du auch, Kumpel. Hä? Okay, ich hab das Ding schon mal. Fred helfen, den Kampf in seinem Gehirn zu gewinnen. Wir sind auf
dem Weg zurück zur Stadt. Fast. Also wir müssen wahrscheinlich in die Gehirne von den Typen noch rein, um da alles zu finden. Ich glaube, bei dieser... Am Anfang war der Triller, müssen wir rein. Das habe ich ja... Das ist mir gerade jetzt so eingefallen, weil das da steht. Wo ist die Verstärkung? Können wir da nicht... Okay, ich kann diese Bombe machen, aber die bringt mir nichts. Ja! Ich wundere mich, dass Mlikasan nicht unsichtbar wird. Gut, wir haben hier alles, so wie es ausschaut. Wo war das? 444. 1 0 von 0, sehr schön. Wir haben alles eingesammelt, das finde ich geil. Dann geht es nochmal zurück zu der Troller. Wir müssen wahrscheinlich bei der dann ins Gehirn. Vermutlich. Damit wir dieses Ding kriegen und den Pfleger austricksen zu können. Und dann brauchen wir einen Kittel, dann müssen wir wahrscheinlich von den anderen ins Gehirn. Also vermutlich. Wir gucken jetzt nochmal in die Aufgabenliste. So, Lilly retten. Oben auf den Turm gelangen, so wie in der Vision. Den Pfleger hereinlegen, damit er mich in den Lüft lässt. Ein Gesicht für die Loboto-Verkleidung finden. Eine Klaue für die Loboto-Verkleidung finden. Ein Laborkittel für den Loboto-Verkleidung finden. Weiter unten, jetzt weiter. Gloria helfen, ihre Stimmungsschwankungen in den Griff zu bekommen. Fred helfen, den Kampf in seinem Gehirn zu gewinnen. Edgar helfen, seine Fixierung auf Stierkämpfe zu überwinden. Ja, ich vermute mal stark, wir müssen den drei Typen hier helfen. Werden wir in der nächsten Folge machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke, dass du dabei warst. Tschüss!